willkommen zum heutigen Video. Nö, hab keinen Bock drauf. Einfach keinen Bock. Nein, nein, nein. Geile Bienen. Diese Schlussdinger. Oder? Produkttest bei der BAM. Sturzempfindlichkeit. Geil. Hey Freunde, willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir noch mal ein kleines Unboxing. Ich dachte ja eigentlich, dass nichts mehr kommt, aber ich habe mir dann doch noch mal was Kleines bestellt von Pyroland. Wir haben jetzt hier, glaube ich, weiß gar nicht, 240 Euro oder sowas. Ja, also nicht viel. Ihr werdet es gleich sehen, was ich bestellt habe. Das erste ist auch gleich hier oben drauf. Das habe ich gerade schon mal aufgemacht. Die Kamera hat nämlich noch nicht aufgenommen. Aber das Große ist noch zu, das ist schon mal gut. Hier haben wir einen kleinen Verbund. Und zwar ist das der Professional 64 Schuss Compound von Geisha. Ja, kann ich euch hier mal so in die Kamera halten. Da er schon offen ist, können wir gleich mal reingucken. Da habt ihr halt zwei zusammen verleitete Batterien. Ja, was jetzt die kostet, weiß ich gar nicht. Also ich glaube mehr wie 50 Euro, ich glaube 60 Euro oder sowas. Könnte noch 70 sein, keine Ahnung. Aber von den Effekten hat er mir auch gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme mal mit. Hat V-Fächer und hat auch zum Schluss noch ein paar Salben drin. Wenn ihr die noch nicht kennt, guckt es euch mal online an. Die ist sehr schön. Wenn nicht, demnächst hier bei mir auf dem Kanal. So, hier machen wir gleich weiter. So, also im Grunde habe ich ein bisschen was bestellt für das In- und Outro dieses Jahr. Das war eigentlich so mein Hauptgrund, warum ich nochmal bestellt habe. Wir haben hier noch Pyroland-Sticker, die es eigentlich jedes Jahr gibt. Dann hat meine Bestellung gepackt die Mona. Vielen Dank, Mona. So, dann haben wir gratis Wunderkerzen von Pyroland. Dankeschön dafür. Und eine Menge Müll. Ich meine natürlich gutes Verpackungsmaterial. So, der kann weg. Und dann schauen wir gleich mal hier. Hier haben wir zum Beispiel gleich die Sachen, die ich für mein Intro brauche. Das sind die Kristallfeuerregen. Das sind halt diese, diese kleinen Fackeln. Haben einen schönen Auswurf, kann ich echt empfehlen. Preislich gesehen relativ, ein bisschen teurer. Aber dafür, dass es so, Unikate sind, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir jetzt den Perlfeuerregen, das ist die Neuheit Saphir. Wie gesagt, Intro und Outro, das sind für Intro und Outro sozusagen und halt noch ein bisschen mehr. Das werdet ihr ja demnächst zu sehen, wenn die neuen Videos kommen. So, das packen wir mal hier rein. Dann haben wir noch einen Queen of Welding, der war nochmal im Angebot für, ich glaube, 6,99. Deswegen habe ich ihn mir nochmal mitgenommen. Herstellungsjahr ist 2022, also ist neues Jahr. Schauen wir mal, wie der so ist. Aber an sich kann ich den Vulkan schon mal empfehlen. Kommt immer halt auf den Preis drauf an. So, ich habe mir die Plastikautos nochmal mitgenommen. Aus einem Grund, und zwar waren halt günstig. Ne? Und weg müssen sie ja eh irgendwann. 2,22 haben die jetzt nochmal gekostet. Halt zweimal blau, zweimal pink. Ja, normalerweise würde ich das nicht mehr kaufen, aber ich dachte mir, okay, der Preis macht es halt. Ne? So, weiter geht's. Ein schöner Artikel, den ich jedem empfehlen kann, ist der Storm von Xploit oder die Storm, das sind halt kleine Kreise. Wir haben einen schönen Auswurf, Silber und Crackling mit bunten Sternen. Also relativ geile Bienen. Apropos Bienen, hier haben wir nochmal die Bees mitbestellt. Sind halt kleine Vögel, einfach mal für zwischendurch. Wir machen weiter zwei Vulkane, und zwar der Silber- und der Gold-Vulkan von Xploit. Jetzt muss ich mal gucken, ob das die 50 Gramm Varianten sind. Der hat bloß noch 40 Gramm und der hat 50. Also der Silberne, steht hier ein Herstellungsjahr drauf? Ja, tatsächlich 2022. Und der? Auch 2022. Also der Silberne hat nur noch 40 Gramm NEM und der Goldene hat 50 Gramm NEM. Die waren damals mal besser von Xploit, die haben leider sehr nachgelassen, aber ich dachte mir, ich nehme sie einfach mal mit. Die sind jetzt von 2022, also relativ neu. Die sind zum Beispiel auch fürs Intro. Ach ja, das war ja klar. Ja, da ist mir hier mein Stahlkäfig auf umgekippt. Den hatten wir gerade schon. Müssen wir mal hier durchschmeißen. So, machen wir weiter mit Neuheiten von Pyroland, und zwar die King Brudi. Auch falls man das so sehen kann.
zweimal. Von den Effekten her sehr schön. Für den Preis dachte ich mir, kann man ruhig mal mitnehmen. Ne? Also so eine Billigbatterien mag ich zum Beispiel sehr gerne zum Warmschießen. Kann ich euch empfehlen zum Warmschießen. Ich habe es jetzt live noch nicht gesehen, aber für den Preis und für das, was im Video drin ist. Und genauso die Grete Thunfisch. Ne? Auch wieder zweimal. Wie gesagt, schön zum Warmschießen. Schauen wir uns mal an. Puh, weiter geht's. Da haben wir hier ein Schnuckiputzi. Ja, also diese 36 Schuss. Ich dachte, die ist ein bisschen kleiner. Die ist auf jeden Fall von Leslie. Ja. Ist halt eine Schnuckiputzi. Wollte ich einfach mal mitnehmen. Von den Effekten her war es sehr schön. Es waren Goldlanzen mit Glitter, glaube ich, soweit ich noch weiß. Und Gold, ich glaube mit Crackling oder ohne, jetzt weiß ich es nicht mehr ernst, aber die kann ich euch theoretisch auch gut empfehlen. Die hat 450 Gramm NEM und preislich liegt sie um die, kommt drauf an wo, 21 bis 27 Euro. Also kann man noch empfehlen, die Demo. Die Schnuckiputzis. So, dann haben wir noch eine Wind von Panda. Hatte ich ja schon mal. Ja, wie gesagt, die Wind von Panda. Hatte ich schon mal, ist eine schöne Batterie, hat noch ein paar Pfeifer mit drin. Beziehungsweise dieses, wie von der Black Ice, diese Schlussdinger. Und dann, ich mache mich schon mal zum Affen, ist egal. So, weiter geht's. Dann haben wir ja noch die Mr. X drin, von Watt. Eine kleine Billigbatterie, ich glaube 8 Euro oder sowas. Habe ich einfach mal mitgenommen aufgrund des Preises. Hier haben wir aber auch nur eine NEM von 86 Gramm. Also, ja. Weiß ich nicht. Wir werden mal sehen, was es am Ende macht. So, dann haben wir hier noch die Raketen, die neuen. Und zwar habe ich eigentlich alle neuen Raketen bestellt. Das sind jetzt hier die Faszinat-Raketen. Dann haben wir die Populum-Raketen. Genau, haben eine NEM, 6 Stück, 114 Gramm. Die anderen auch. So, dann haben wir noch die Ignis-Raketen. Da fällt hier mein ganzer Kofferroller auseinander. So. Produkttest bei der BAM. Sturzempfindlichkeit. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, noch die Ignis-Raketen. Ja, auch 114 Gramm steht hinten drauf. Und ihr habt hier auch immer 6 Raketen mit 6 verschiedenen Effekten. Also, ja. Schöne Verpackung, muss ich sagen, so vom Aussehen her, naja, sieht ein bisschen grenzwertig aus, also die Raketen hier drauf meine ich. Wenn die Raketen hier vielleicht noch vom Design ein bisschen besser, würde mir der Karton komplett gefallen, ansonsten vielleicht kann man das ja mal noch ein bisschen nachregeln. So, und dann haben wir noch ein Paket Raketen, und zwar die Nico Glycerin. Haben ja alle von ihr geschworen. Hier sind zum Beispiel 117,6 Gramm drauf. Hier sind 6-mal die gleichen Raketen drin. Sehr starke Crackling-Raketen. In Zusammenarbeit mit Feuerwerks and Balloons. Schöne Grüße an dich, falls du sie sehen solltest. Aber denke ich mal ja nicht. Ne? Und ja, sind sehr gut. Kann ich auch empfehlen. Preislich natürlich, ja, für 6 Raketen müsst ihr selber überlegen. 12 Euro für 6 Raketen, das heißt 2 Euro pro Rakete. Ist euch das wert oder nicht? Entscheidet bitte selbst. So, dann haben wir noch den letzten Artikel. Und zwar wollte ich ein Buch einfach nochmal haben, und zwar die Leider Geil. Ja, ist halt nochmal neu aufgelegt worden, die Leider Geil von Xplode. Und ich hatte sie noch nicht gehabt, und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich sie habe. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns dann einfach mal an, wie sie denn so ist. Ist leider zugeklebt, aber. Wie gesagt, das war es jetzt erstmal von dem Unboxing. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne mal ein Abo da, ein Like etc. Ihr kennt die ganze Chose. Könnt ihr ruhig mal machen. Danke, danke, danke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ja, macht's so, Freunde. Hier haben wir nochmal die Samtübersicht. Also wie gesagt, eine kleine Bestellung. Ihr habt ja schon alles gesehen. Deswegen nur nochmal schnell im Schnelldurchlauf. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Video.